Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 22 auf der wunderschönen Karte Frühling und ihr seht, meinem Kühen geht's gut, meinem Pferd geht's gut, allen geht's gut. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Dementsprechend wollen wir natürlich hier ein schönes Ding durchziehen und ja, mal gucken, was wir dann damit machen können. Meinem Kühen geht's auch gut. Sie hatten zwar ein bisschen wenig Essen, aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, gelegt. Deshalb steht hier noch mein kleiner Versorgungswagen, nenne ich ihn mal einfach mal soweit. Genau, so, wir fahren einfach mal gerade hier hin, machen ein bisschen Dünger rein, Gülle. Ach, mein, nicht Gülle, Mist heißt das. Mist, es war Mist. So, und machen daraus Dünger, das wollen wir machen. So, wir fahren mal los mit unserem kleinen, schwachen Trecker hier. Er muss halt was leisten, ne? Ist halt nicht hier, ist halt kein Kindergeburtstag. So, Mist hätte ich auch da abgeben können, denn wir können ja aus Mist können wir wirklich Geld machen. Ich habe bewusst nicht das SCH-Wort genannt, mein Gott. Was bin ich stolz auf mich. So, also abladen hier rein damit, fertig, passt. So, ist jetzt nicht viel, aber ja, und daraus macht man wirklich Mist, aus scheiße Mist. Das ist sehr, sehr toll. Also, wir gehen mal gerade hier auf den, das ist verkehrt, wir gehen hier in den, so, in die Produktion rein. Und dann haben wir ja einmal den Saatgut-Düngemittelfabrik. Da gehe ich jetzt hin und sage Mineraldünger erzeugen. Mineraldünger erzeuge ich aus Mist und Wasser. Das ist natürlich wirklich, ja, beides, ich sag mal, Abfallprodukte in Anführungszeichen. Das ist natürlich super, ne? Dementsprechend kann ich natürlich richtig hier was machen. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe hier meine Fabrik mit Saatgut und Dünger und das geht in den Verteiler und der wird seinem Namen alle Ehre und verteilt es dann hinten in den Garten rein. Der Verteiler selber ist natürlich auch ein super geiles Lager, mit dem man richtig tolle Sachen einfach einlagern kann. Ich habe ja letztes Mal gezeigt, dass ihr hier auch Sachen reinkippen könnt direkt oder ihr könnt auch Sachen wieder rausziehen und das ist das Ding eigentlich unbezahlbar, ne? Selbst wenn ihr da hinten den Hof gar nicht haben wollt, ist dieses Ding einfach nur total genial, ne? In Verbindung mit den Dingern. Weil ihr habt das Zwischenlager, ne? Ist total cool. So, jetzt habe ich das, in Anführungszeichen, Problem. Ich bin hier oben bei Mineraldünger und bin bei 91.000 jetzt mittlerweile. Ja, weiß ich nicht. Man könnte, ich würde mal sagen, so grob ein Viertel gefüllt. So sieht das so für mich aus. Vielleicht ab, also 400.000 Liter, würde ich sagen, passen da rein. Er muss natürlich verkaufen. Was will ich damit? Dementsprechend gehe ich jetzt hier hin und sage, hier, nicht verteilen, sondern direkt verkaufen. Ne? Ich habe hier unten die Produktion wieder angeschmissen und sage das jetzt. Also, passt das dann auch schon mal. Dementsprechend können wir das jetzt gleich direkt verticken. Und das wird natürlich richtig toll. Und bevor wir das aber machen, zeige ich euch noch was. Denn, also, ich bin auf der Suche nach einem neuen Trecker gewesen, wohlbemerkt, und bin auch fündig geworden. Jetzt habe ich aber einen netten Kommentar gelesen von dem Michael, vielen lieben Dank dafür. Der meinte nämlich, nimm den Valtra T120. Da habe ich mir den Valtra T120 angeguckt. Oh, jetzt habe ich schon fast gezeigt. Eieieiei, den Valtra T120 angeguckt. So, da ist er. T0 wird da angezeigt, bisschen schade eigentlich. Und guckt euch an, wie ihr den einstellen könnt. 1000 Sachen dabei, richtig cool. Von 110 bis 200 PS, allen Mist. Den zeige ich euch sehr gerne nochmal, weil das ist richtig cool. Das ist vom Modder Farmer 99 richtig, richtig cool gemacht. Ne? Der eine oder andere wird das jetzt bestimmt schon gesehen haben, denn ich habe mir nämlich den Fantasario gekauft in 700er Serie, 722er. Den gab es nämlich hier in dem Gebrauchtwarenmarkt für einen richtig guten Kurs. Und wenn ich mir den jetzt mal zusammenstelle, das ist hier der, dann gehen wir mal hin und sagen, ich habe Breitreifen mit Dreiradgewicht, ich habe keinen Frontlader und ich habe hier den 22er. Das ist die größte Variante, denn die gab es im Angebot. Ne, wenn ich jetzt die kleinere Variante genommen hätte, hätte ich 29.000 mehr bezahlt, beziehungsweise zu der großen Variante. Das wäre schon ziemlich cool. Karre kostet so 2.000 Euro und ja, ich sag mal, ich habe 97 bezahlt. Das ist natürlich super geil. Das Ding hat 228 PS, fährt 50 km/h, stufenlose oder keine Gangschaltung, Automatik. Mega cool, macht schon richtig Spaß und erinnert mich sehr stark an den LS17, denn da habe ich mit dem Gerät sehr, 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 sehr viele Stunden verbracht. Und ich gehe schon mal schlafen, denn wir wollen ja sehen, was wir am nächsten Tag machen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, den Valtra werde ich auf jeden Fall das nächste Mal zeigen. Die sieht einfach klasse aus, muss man einfach so sagen. Und ja, kann man definitiv mal machen. So, dann gucken wir mal, was wir denn noch so machen können, machen, tun, wie auch immer. Bop, 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 bop. Ihr seht oben, boah, Alter, 624.000. Ich war irgendwas mit 300 irgendwas, ne? Müssen wir gerade mal hier in die Finanzen. Achso, erstmal gerade umschalten, dass ich bitte jetzt hier den Mineraldünger nicht mehr. Ich möchte ihn gerne verteilen, ne, dass er den wieder einlagert, weil es ist ja wichtig, dass ich jetzt hier nicht den ganzen Dünger verkaufe. Das hat auf jeden Fall richtig Patte gegeben. Wir gucken mal gerade hier, da oben seht ihr noch mein verkauftes, ne, neue Fahrzeuge, 96.000 hat er sogar nur gekostet. Zeto habe ich noch verkauft für 38.405. Ja, mega Deal gemacht, ne? Und jetzt gucken wir mal gerade hier, guckt euch das an, 281.000 habe ich gemacht und heute noch 22.000. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, gestern die 7.000
Nee, dann, ach nee, dann war der Tag davor, passt. Wahnsinn. Wow. Das geht richtig ab. Ja, sehr viel Geld mitgemacht, keine Frage. Ich mach den, den lasse ich mal gerade nochmal direkt ein bisschen laufen. Denn ich wollte ja noch was anderes zeigen. Nämlich, jetzt kommt es gleich. So, der ist erstmal hier fertig. Das passt auch ganz gut. Denn wir wollen ja noch ein bisschen investieren. Wir haben ja zu viel Geld. Muss man natürlich, das Geld muss raus. Der Class Dominator hier, der hat mir richtig Spaß gemacht, keine Frage. Ist ein ganz toller Ernter. Das Schneidwerk ist nicht so super breit. Ihr könnt da vielleicht ein bisschen breiteres noch dran machen. Der hat einen richtig großen Tank. 7500, glaube ich, Liter. Passt gut. Wenn ihr auf der Karte was verkaufen wollt, müsst ihr den noch auf diese Fläche ungefähr stellen. Weil hier ist der Verkaufspunkt. Sonst geht das nicht. Das ist nicht eingezeichnet. Das ist ein bisschen schade. Aber egal. Es ist nicht alles perfekt hier. So. Metrischer selber, bin ich jetzt am gucken, also ich hatte, wir gehen mal hier, das ist der Dominator, wie gesagt, 7500 Liter Volumen, das ist echt viel, welcher auch sonst immer gut wäre, ist hier der Deutz Topliner mit 8500 Liter, der hat ein bisschen mehr sogar, ne? Ich wollte nur nicht immer nur den Topliner fahren, da ging es dann irgendwann auf den Keks, aber der ist auch gut. Ich habe mir jetzt den hier runtergeladen, das ist ein Argo Pack, AWO Harvester Pack nennt sich das, da gibt es einmal den Massey Ferguson und wenn ich da reingehe, kann man sagen, man geht den auch als Fan, das ist quasi das gleiche, nur in grün. Wahrsten Sinne des Wortes. Und das wollte ich immer mal sagen. Passt dann schon mal ganz cool. Kann ich mir noch ein Kennzeichen dran machen? Muss ich mir auch noch mal Gedanken machen, dass ich noch mal ein cooles Kennzeichen nehme. Ja. Wenn ich das lese, passt das alles wunderbar. 30 km/h, 8600 Liter, ein bisschen größer als meinen, den ich jetzt halt hatte. Und wenn ich jetzt hier auf die Kombination gehe, gibt es dann hier zwei Schneidwerke, die dazugehören. Offiziell 7,6 Meter. Und mit dem Schneidwerkswagen dabei passt das meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut. Dementsprechend wollen wir den natürlich kaufen. Ich wollte ihn jetzt mal gerne als Fendt haben, weil ich sehr selten Fendt-Erntemaschinen habe. Die meisten habe ich wirklich vom Massey Ferguson oder so, muss man sagen, fairerweise sagen. Breitreifen lasse ich drauf, fertig kaufen, bam, ne? Ist das Geld, was ich dann eben schon wieder durch den Dünger verdient habe, schon fast wieder weg, wobei man natürlich noch den Verkauf von dem alten gegenrechnen muss. Den hier kann ich auch umstellen auf Fendt Grün, das ist ziemlich cool. Weg damit. Und da müssen wir natürlich noch einen Schneidwerkswagen haben und den stellen wir natürlich auch. Oh, und ich noch nicht kaufen, den müssen wir umstellen hier auf Fendt Grün. Ist das Fendt Grün? Oh, sieht so aus, ne? So, egal. So, ab. Da steht alles, alles, was wir haben wollen. Richtig, richtig cool. Dementsprechend, ja, müssen wir jetzt hier nur noch raus manövrieren. Das ist mal so ein bisschen tricky hier. Aber es sollte passen. Ich muss mal hier diese blöden Säcke hier verkaufen, die noch so rumliegen. Ach, sieht aus, ey. Nein, nein, nein. So, passt mal ganz gut. Ist halt ein ganz bisschen schneller als den ich vorher hatte. Ist ja auch nicht so verkehrt. Da hat er sich einmal umgeschoben dabei, das ist schon mal ganz nett. Angedockt, komme ich hier raus? Ich hoffe. So. Upsala, bin ein bisschen umgetan, passt ganz gut. Ja, sieht ganz gut, 33 km/h, kann ich mit leben, muss ich echt sagen. Ne? Hier mal um die Kurve rumfahren. Passt ganz gut. Auch von innen sieht er sehr schön aus. Es gibt ja so manche Mods, die von innen wirklich schlecht aussehen. Das muss man fairerweise sagen. Aber der hier gehört nicht dazu. So, ich lasse jetzt mal einfach diesen Schneidwerkswagen hier rechts stehen. Dann kann ich nämlich gleich noch mit dem anderen Fendt quasi den das Gras hier schnippeln. Ne? Das müsste man ja eigentlich machen können, oder? Erntereif, ja. Wenn ihr zum Beispiel zu viel Gülle habt oder ähnliches und immer so Grasflächen habt, dann kippt den Gülle einfach auf die Grasfläche drauf. Passt mir auch ganz gut. So, klappt man schon mal auf. Wir fahren hier gerade rum. Das Komfort-Feature, dass man hier mal diese Automatiken fährt. Ne? Wobei habe ich jetzt ja mit meinem neuen Trecker auch. Bin ansonsten mal ein großer Schaltfan im Spiel, aber ja. So, Stromablage ist auf an. Das ist gut. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Damals, wo ich den T-Rex ausgeliehen habe, habe ich die Bäume hier vergessen. Dementsprechend sollte ich immer hier anfangen. Weil wenn ich nämlich auf der anderen Seite anfange, kann es zum Beispiel sein, dass er die letzte Bahn so fährt. Das bedeutet, er nimmt natürlich hier die Birken mit. Das will man natürlich nicht. Dementsprechend hier an der in Anführungszeichen schlechten Seite anfangen. Und dann passt das ganz gut. Außer ihr fahrt komplett ohne Helfer, dann ist es egal. So, ja, das Ding fährt sich wie ein Ernter. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Liest sich ganz nett, ist nicht übertrieben groß, finde ich zumindest jetzt. Man hätte jetzt natürlich auch wieder einen riesen Ömmel nehmen können, aber das passt eigentlich alles. So, wir fahren da gerade hier mit dem kleinen Fendt hier gerade rum, holen das Schneidwerk, dass er quasi direkt schnibbeln kann. Der Zetron selber war ja dann doch manchmal ein bisschen schwach auf der Brust, aber der hier sollte das eigentlich deutlich besser machen.
So, dann düsen wir hier mal gerade rein. Upsala, haben wir es mitgenommen hier. Dann geht gleich der große Fan quasi zum Einsatz über. Mal einmal gerade schauen, ob ich hier den... Oh, hänge ich wirklich noch fest? Verdammt. So. So, raus damit. Klack. Reparieren. Ich repariere irgendwie immer, warum auch immer. So, Mulchen ist aus, das ist gut. Dementsprechend, soll erstmal nur schneiden. So, das passt ganz gut. Jetzt mache ich mal einmal gerade hier dieses Helfer-Ding. Mal gucken, ob das jetzt hier geht, wie ich mir das mal so vorstelle. Das ist ja auch nicht immer so ganz leicht, ne? So, Job erstellen. Freie Fahrt, Feldarbeit. Feldarbeit ist gut. Position. Muss man jetzt irgendwie drauf gehen? So, und dann fangen wir hier so an. Und Stopp starten. Bin gespannt, wo er endet. So, mal fahren wir hier mit unserem neuen Baby fahren. Ist natürlich jetzt im Sinne von Automatik und so weiter, der hat erstmal natürlich Power, der zieht das einfach so weg und ja, ne? Ist natürlich schon cool, keine Frage, ne? Also so ein ich finde die alten Trecker irgendwie cooler, weiß ich nicht. Das verbinde ich irgendwie mit meinem Kindsein und da gab es die halt und so weiter. Wobei, jedes Mal, wenn ich einen neuen Trecker sehe, der eine oder andere wird wissen, dass bei mir vor der Haustür fast täglich ein Warrior vorbeifährt von einem Lohnunternehmer. Das ist mega geil, das Ding. Also es sieht einfach nur total cool aus. Und, weiß ich nicht. Das ist wie so, weiß nicht, nach einem Motorrad. Aber ich selber Motorrad fahre, da dreht man sich dann halt um, ne? Ich sag mal, gut, wenn jetzt ein Porsche vorbeikommt oder so, das ist auch schön oder so, ne? Aber, weiß ich nicht, ich drehe mich jetzt nicht wegen jedem Auto um. Aber beim Trecker weiß ich nicht. Gerade wenn es ein toller ist, guckt man halt mal hinterher. Sind ja auch interessante Geräte, muss man ja einfach mal so fairerweise sagen. So, jetzt gucken wir gerade einmal kurz bei dem Fan da vorne. Endlich kann ich wieder rauszoomen beim Gas geben. Ist das toll? So, fährt's. Guckt euch das an. Guckt euch das an! Ist das schön! Ja. Gerne weiter so. Also gut gemacht. So, wir fahren jetzt gerade hier wieder zurück mit dem hier. Kann man gerade einmal vielleicht abtanken. Obwohl, jetzt ist er eh auf der anderen Seite. Ich habe jetzt hier mein Lastenesel so gesehen. Der kann ja gleich zum Beispiel auch schon mal das ganze Stroh holen. Wie wäre es denn damit? Also holen wir dann schon mal den Ladewagen hier. Ladewagen könnte ich natürlich jetzt auch mal im größeren langsam kaufen. Das wäre vielleicht so die nächste Investition. Da gucke ich nochmal, ob ich vielleicht einen netten finde im Mod-Hub. Ich will aber auch nicht so einen überdimensionalen haben. Also es soll noch ein handelbarer sein, sage ich mal. Und ein realistischer, wohlbemerkt. Also ich will jetzt nicht irgendwie einen haben, der 60.000 Liter packt bei 90 PS Anforderungen oder so. Das wäre ein bisschen schade. Der fährt sich super, ne? Ganz ehrlich, ein ganz toller Trecker. Das ist... schon was anderes, wenn man mit der Schaltung fährt, muss man dann fairerweise sagen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Aber ich, ja. Egal, so. Ich äußere mich, glaube ich, jedes Mal verlaufe ich mich so in diesem Schaltungsthema. Naja, wir gucken mal. Also, das sieht auf jeden Fall alles schon mal sehr, sehr gut aus. Kühen geht's auch gut. Achso, bei den Kühen selber, da werde ich auch die erste Ladung irgendwann verkaufen, ja. Die machen dann doch einen ganz guten Eindruck. Ach, apropos verkaufen. Ah, jetzt aber ganz schnell wieder hier hinfahren. Ich habe nämlich was vergessen. Bezüglich verkaufen, sage ich euch gleich. Nämlich, ich muss ja noch was anderes verkaufen. Seht das hier so ein bisschen? Hier werde ich auch noch mal so ein, zwei Büsche weghacken, damit man da ein bisschen, glaube ich, besser rankommen kann beim... Ja, auch das hier tadellos, ne? Funktioniert natürlich wie ein Länderspiel. Ich mache mal gerade hier mal kurz das Ding ab und hole mal ganz schnell den Hänger, dass ich vielleicht gerade abtanken kann. Ich bin gespannt bei dem Walter. Ich habe ihn mir persönlich noch nicht angeguckt. Bin jetzt einmal nur so gerade über das Menü durchgefluppt. Wenn man da zum Beispiel, weiß ich nicht, Fronthydraulik, finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig. Hatte er jetzt in der Grundausstattung nicht. Ich würde mal meinen, er wird es haben. Ne? Zumal man es umbauen kann, aber da gucken wir einfach nochmal ganz nach oben. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. So, ich hoffe, er fährt jetzt hier durch bis zum Ende. Ah, tippitoppi. Ah, hat schon gut was drin, ne? Ist natürlich, Gerste ist natürlich sehr ertragreich. Und, ja, passt. Ich brauche hauptsächlich das Stroh erstmal hier raus. So, dann packe ich den jetzt einfach hinter den Ladewagen hier. Und steht da nicht im Weg, ne? So. Jetzt zeige ich aber auch noch was mit Geld verdienen, wo bemerkt. Nämlich dazu muss ich einmal zu meinen Schafen gehen. So, einmal hinhüpfen. Achso, da kann ich mir nicht hinhüpfen, also muss ich das hier aus... Nee, warte mal. Achso, nee, ich bin auf den Helfer-Optionen.
das kann ich besuchen. Und so, da kann ich dann einfach hier so Schnellreisefunktion, ohne dass man da hingehen muss. Ich hätte natürlich auch hin reiten können mit meinem Pferd oder so. Aber ist egal. So, also, ich habe nämlich das Problem, habe ich extra darauf gewartet, dass meine Schafe voll sind. 100 von 100. Dementsprechend hier rüber geht. Ich suche jetzt mal, das ist 4 Monate, 5 Monate, 8 Monate, 21, 26. Dann nehmen wir einfach die hier. Da geben wir am meisten Geld, ne? Also, weg damit. Bam. 7500, 500 Euro Gebühren. Tschüss. So, jetzt haben wir wieder Zähne frei, also können wir jetzt wieder hier ein bisschen Amore verbreiten. Und dann geht's weiter. Ja, ist schon mal ganz nett, wenn ich hier so auf die Schafe gehe, dann seht ihr ja hier die Reproduktionsgeschlechtsreife da, ne? Die zum Beispiel, der ist zum Beispiel kurz vor, ne? Und dann können die dann hier schön, ja, sich vermehren dann dabei. Das passt dann auch sehr, sehr gut. Und das ist zum Beispiel auch immer eine gute Geldeinnahmequelle. Ne? Da bitte immer dran denken. Das passt dann auch schon mal sehr, sehr gut. So, warte mal. Dann fahren wir den jetzt mal weiter. Kann noch einmal... Nein, Kapazität für Heu ist begrenzt oder ist mir gesagt voll. Ich glaube, dann wird der hier den Waldra dann... Oder der Waldra wird den hier beerben. So, mal gucken. Was mich bei dem hier aufregt, ist, dass er halt nicht so schnell ist. Ne? Wobei das eigentlich total Banane ist. Aber egal, nicht schlimm. So. Befüllung starten, Silage, muss ich vielleicht mal nachfüllen irgendwann. Ach nee, nicht so, wir müssen mehr Silage haben. So. Jetzt noch ein bisschen Stroh rein und dann sollte es hoffentlich passen. Hoppala, bisschen weit gefahren, ne? So, Mischration gemacht. Ne, warte mal, so, Mann. Mein Gott. Kann man gerade abtippen. Manchmal den dann Trigger ein bisschen doof, egal. So, jetzt aber. So, mache ich einfach ein bisschen Mischration dabei. Der macht das auch sehr gut. Der Helfer hinten, das funktioniert. Den kann ich mal gerade einmal ganz kurz hier klauen. Komm mal mit. Kann ich nämlich nur hier gerade den Fitzel wegmachen. So, sammle ich das einfach gleich wieder ein. Passt nämlich ganz gut. Der hat natürlich auch ein fettes Licht, ne? Wenn man das mal so sehen kann, oder? Finde ich zumindest. Also das passt dann ganz gut. Wir machen gerade Schneidwerk senken. Das ist cool mit dieser LED. Oder mit diesen Lichtern da. Fett. Hat was. Definitiv. Ja, coole Sache. Ja, viel investiert, muss ich auch mal sagen. Und habe ich eigentlich gesagt, habe ich ganz vergessen eben, dass ich dieses Feld gekauft habe. Weil mir eben die Aufnahme abgemoxt ist und ich das dann ganz am Anfang gesagt habe. Also dieses Feld gehört mir, habe ich jetzt gesagt. So, ja, ist bestellt mit Raps. Der eine oder andere wird es vielleicht gesehen haben und funktioniert, ne? Läuft. Ich muss noch ein bisschen größer werden, ein bisschen expandieren. Das ist auch der Grund, warum ich bald meine neue Fräse testen werde, weil ja, muss man natürlich auch ein bisschen... Ich will nicht mal schalten mit dem hier. So, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Den mache ich jetzt einmal ein bisschen voll und dann düsen wir mit mal einmal nur durch die Gegend. Dann sieht man halt einfach mal die schiere Power, weil der ist natürlich jetzt mega unterfordert. So, Sitz wackeln und hat Luft. Perfekto. Also wie gesagt, wenn ihr einen ordentlichen Trecker wollt, der euch nie im Stich lässt, der Vario 700 ist meiner Meinung nach da ganz weit vorne. Er ist natürlich auch begrenzt, klar, ne? Also, aber ich fand den klasse. Ich glaube im LS 22 noch gar nicht gehabt, die Vario-Reihe. Vielleicht mal beim Mod, also wo ich mal was getestet habe, dass ich da mal ein Vario mit hatte oder so. Aber jetzt nicht bewusst, sagen wir es mal so. Das passt einfach. Sind ja auch tolle Trecker. Sehen ja auch cool aus, muss man auch sagen, ne? Ein bisschen die Festtagsbeleuchtung einmal anmachen. Hat was. Ja, und wie gesagt, für den Kurs, der hat jetzt 12 Stunden drauf, ne? Das ist ja nix, also. So, kleinen Fitzel liegen lassen. Egal, sammle ich später, wenn er ein. Oder lassen einfach liegen, oder wie auch immer. So, das funktioniert auf jeden Fall auch alles sehr, sehr gut. Dann... Passt das, ja. Es wird langsam hier. Auch mit dem Verteilen und so weiter, das finde ich einfach mega cool. Und da könnt ihr euch wirklich auch auf großen Karten da ziemlich ein nettes Imperium aufbauen, wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt fahren wir die Bahn hier noch.
Ist halt immer ganz nett, dass man eine Geldeinnahmequelle hat mit irgendwelchen Abfällen, die man da hat. Sei es jetzt Gülle oder Gärreste oder weiß ich nicht, Mist, was halt so gibt. Ne? Das ist immer ganz nett dabei. Man kann es natürlich auch als Dünger direkt verwenden, das ist natürlich auch ganz nett dabei. So, es ist ja hier voll. Haben wir falsch eingelenkt. Ja, läuft, ne? Ein voller Ladewagen hier. Bei dieser doch sehr huckeligen Strecke. Aber er hat ja die Power. Und die Automatik und so, die hält natürlich immer die perfekte Drehzahl. Und da freut man sich natürlich dann sehr drüber. So, düsen wir gerade hier über den Hof. Ach, jetzt steht der da drin. Platz hier. Mit einem Rentner-Trecker. So. Guck mal, hier so ein bisschen Netflix mal gucken, wäre auch ganz nett, ne? Naja, egal, wir gucken mal. So, also den auf jeden Fall da reingebracht, das ist ja, hat einen fast vollen Korntank, jetzt gleich wieder schnell wieder zurück. Wollen wir gerade, wie weit, das wird er nicht schaffen. Aber ist ja egal, genau. Ja, das werde ich dann so für mich noch mitnehmen dann dabei. Macht auf jeden Fall alles einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich zumindest. Und, ja, gerade wenn man hier so einen Trecker natürlich für so einen Kurs bekommt, ist das sehr, sehr nett. Wobei der andere auch ein bisschen sehr gut aussieht. Da, ein bisschen ärgere ich mich, muss ich dann gestehen, aber egal, ich werde es überleben. Dann passt es auch schon mal ganz gut. Hier Eier zum Beispiel muss ich auch bald wieder verkaufen. Später sind da jetzt bald voll. Und auch mit den Hühnern muss ich gucken, dass ich dann auch Hühner verkaufe. Ne? Ganz, ganz wichtig. Weil gerade bei Hühnern, da könnt ihr fast jeden Tag irgendwelche Hühner verkaufen. Die vermehren sich ja wie die Kaninchen. Und ja, das passt dann eigentlich auch nochmal am besten dann dabei. Also da immer sowas im Auge behalten, dass da kann man wirklich sehr, sehr viel Geld liegen lassen und das wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich dabei. Ja, und dann guckt man einfach mal, wie ist denn was wert? Siehst du, jetzt kriege ich den doch noch mit hier. Ach, doch, habe ich nicht mehr bekommen. War noch oben der Picker. Ist ja nicht schlimm. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mir natürlich sehr gefallen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen würden, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2022 auf der sehr schönen Karte Frühling. Und ja, schauen wir mal, was das so wird. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!